Okay. Wir haben es eben schon mal probiert und sind natürlich kläglich gescheitert. Wir kennen jetzt ein bisschen die Mechaniken. Wir versuchen jetzt ein wenig schneller zu werden, damit wir durch die Phasen ein bisschen zügiger durchkommen. Leider hat man wieder hier sehr, sehr viel Einfallsreichtum bewiesen, hat man wieder einen Kampf gemacht, bei dem man runterfallen kann. Aber man kann zumindest wiederbelebt werden. Böse, zweiköpfige Leviathan. Also, mal schauen. Wie bist du denn so drauf jetzt? So. So, jetzt wird er die Arena verkleinern. Und das Gemeine ist, er wird später das innere Stück wegmachen und man hat nur die beiden äußeren. Oh, ich dachte eben schon, ich springe zu weit, aber so weit ist der Dragoon rückwärts. Hops dann doch nicht, zum Glück. So. Okay, macht die Seiten wieder heile. So, stand ich nicht gerade davor? Und zur Seite weggedriftet. Ich werde auch gleich noch ausprobieren, ob ich das Wegstoßen verhindern kann mit Abtausch. Nein. So, wir müssen jetzt auf die 50% runter, deshalb nochmal den U-Buff. Er wird gleich einfach zu dashen, ne? Ja, da ist der Dash. Weiß. Nummer 2 ist dort links. Nicht da reinlaufen, was soll denn das? Ich weiß nicht, warum die da reingehen. Der eine Tank, glaube ich, hat es schon mal gemacht. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man in eine AOE reinlaufen sollte und die auslösen sollte. So. Tankbuster. Okay, auf alle. Na, wo bleibst du? Nee, macht er nicht. Waren wir jetzt schneller? So. Jetzt macht er die Mitte weg. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich springen darf. Ob ich irgendeinen Sprungangriff mit ihm machen darf. Das ist hat so ein bisschen mein Problem. Bleibt doch einer stehen, Junge.
Eigentlich sollte man sich natürlich 4-4 verteilen, aber... Es ist doch nur, einer muss stehen bleiben, einer läuft ein Stück weit, ja, einer bleibt stehen, läuft nächstes noch ein Stück weiter. Nein, es laufen alle los. Okay, Rene macht den Boden wieder ganz, danke. Da war die rum. Warum kam die jetzt so spät? Vorhin war die früher. Ist aber egal. Wir haben, glaube ich, alle Mechaniken jetzt gesehen. Und vielleicht schaffen wir es sogar. Warte. So. In der Mitte wieder. Böse. Ich werde trotzdem weggeschleudert. Spiel, ich hasse dich. Alle wird ein Schritt von mir weg, danke. Da, Geschenke. Warte, wie stehen wir denn jetzt hier so? Ich will auf keinen Fall den LB benutzen. Den würde ich zwar gerne jetzt schon benutzen, aber bei den zwei vorherigen Malen, weil wir den nicht mehr hatten, haben wir es nicht geschafft. Sonst hätten die Heiler locker wiederbeleben können. Tanken wir ein bisschen weiter zur Seite, danke. So. Ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall gut aus, ja. Ich möchte mich noch nicht zu früh freuen. Okay, macht wieder sein Rumgedäsche. Hör auf, da reinzulaufen. Ja, Mist. Da wieder hin. Hätte ich beinahe verpasst. Zum Glück habe ich im Augenwinkel gesehen, dass da schon jemand stand. Da jetzt haben wir zwei Tote. Ist nicht cool. Und das war nicht gut. Jetzt prankt er mich. Hier leck mich. Drache gegen Schlange mit zwei Köpfen. Fast nichts anderes. Da nochmal. Haben wir nochmal schön die 10% kritische Trefferrate raus.
Finale. Und dann sehr schön. Okay. Der war schon ein bisschen schwieriger als die anderen beiden Raids. Aber sind wir selber schuld. Wir haben den selber erschaffen lassen von der Story her. Wir haben gesagt, easy. Wir besiegen jeden prima, ey. So, macht auf die Boxen. Dann gucken wir wieder rein. Okay, ich könnte noch mal erstmal die beiden Brustdinger. Nein. Jetzt. Die beiden Beindinger auch nein. Auf jeden Fall. Wollen wir noch ein safes Ding haben? Oder ein, wo wir zwei Teile haben. Ich hätte gern halt noch ein safes Ding. Nein. Lul, ich habe das mit 40 bekommen. Ja, okay, danke. Ja. Nochmal ein safes. Kann ich mir den Ohrring oder das Halsband holen? Okay, und dann hoffe ich, hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.